Wusstet ihr, dass wir ein neues Fortnite-Update bekommen haben? Nein, ich zeige euch die neuen Sachen, weil es war eigentlich nur ein Notfall-Update. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass wir wirklich ein Notfall-Update bekommen haben, um Fortnite wieder zu reparieren. Fidget Spinner ist raus, ne, neue Waffen sind drin, Features wurden wieder aktiviert. Also eigentlich alle Probleme, die in letzter Zeit jetzt das Spiel ein bisschen runtergezogen haben. Fangen wir an mit dem ersten Feature, und zwar Hurdling. Das ist diese Funktion, das ist der Name dafür, Hurdling, ne? Wird das Ganze genannt, dass man über kleinere Objekte tatsächlich rüberlaufen kann. Das wurde deaktiviert, weil es eine Menge Bugs gab, womit damit dem... Oh, no, nee, 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 ich habe keine Waffe, Alter. Ich erkläre den Leuten gerade, wie das Spiel funktioniert. Ne, das hat dafür gesorgt, dass die Leute in den Himmel geschossen sind. Und das hat Epic jetzt Gott sei Dank repariert und ist jetzt wieder back. Nicht zu verwechseln, aber das ist nicht das große Update, was natürlich eine Menge neue Sachen reinbringt. Ne? Auch wenn es dafür eine Downtime gab und so weiter, weil wir dafür was runterladen mussten, damit das überhaupt alles repariert wird. Ist es nicht das große Update, was natürlich entsprechend Sachen fixt. Der Hammer ist wieder back, ne? Der wurde ja schnell rausge... Schnell. Nachdem die aus dem Urlaub mehr oder weniger zurück waren, war schnell, sagen wir mal so. Haben die ja rausgenommen wegen dem Fidget Spinner Bug, ne? Wo man da tatsächlich sich das flippen und drehen konnte, wie ein Gummibär quer durch die Map, ohne Ladungen zu verbrauchen. Ist das Ding jetzt wieder aktiviert und es ist wieder repariert. Das heißt, man kann das Ding wieder ganz normal benutzen. Ansonsten keine Balance-Änderung oder sonst was. Es ist von den Stats her komplett gleich. Es wurde nur der Fehler repariert. Und das war auch der Grund, warum es entfernt war. Falls ihr überhaupt nicht wusstet, dass es entfernt war, dazu habe ich vor ein paar Tagen ein Video rausgebracht. Das nächste große Update kommt natürlich nächste Woche raus, ne? Das kommt nächste Woche raus, sollte an dem 17. sein. Dort werde ich das Ganze aus dem Urlaub heraus machen dann, und euch alles zeigen, ne? Und streamen. Entsprechend deswegen auch für euch nochmal der Streamplan-Chat. Natürlich haben wir in den nächsten Tagen ein bisschen was vor. Dort wird ein bisschen gestreamt. Es gibt eine Win-Challenge, die ich machen muss und so weiter. Organisatorisch ist gerade noch alles sehr, sehr knapp. Ich hoffe, es klappt, sonst müssen wir da wirklich einen Notfall zu verschieben, irgendwie um 2 Wochen. Oder sowas, aber wir schauen mal, das werde ich ja on-stream entsprechend ankündigen. Ansonsten Dragon Ball Z Kakarot, habe ich mega Bock drauf und so weiter und so fort. Macht euch auf jeden Fall ein paar Reminder, es würde mich freuen. Die haben zwar ein paar Sachen repariert oder sowas, aber seit wann kann man eine Sprühdose mit 0 Ladungen aufheben? Die lag hier gerade neben der Kiste und so weiter und die hat 0. Eigentlich verbraucht sie sich doch und verschwindet die oder sowas, ne? Ich kann die auch droppen, aber die hat immer noch 0. What? Seit wann das... Okay, so viel dazu, ne? Also ein paar Sachen gut repariert. Anscheinend hat die Spraydose, beziehungsweise der Hammer, die Spraydose kaputt gemacht. ich hoffe, dass die nicht eigentlich voll sein sollte und jetzt leer ausgeliefert wurde oder so. Oder hey, 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 man entdeckt ja auch immer wieder was Neues, selbst nach 5 Jahren. Und da haben wir die auch schon, Leute. Die Salven, oder das Salven-Sturmgewehr ist wieder da. Eine alte OG-Waffe, wieder mal eine OG-Waffe. Neben der Heavy-Shotgun, die überarbeitet wurde, als auch der Scar, haben wir jetzt das Salvensturmgewehr. Und das ist tatsächlich die Chapter 1-Variante. Nicht die aus Chapter 3 mit dem Scope und so weiter, ne, nicht die AUG. Das ist die FAMAS, mehr oder weniger beide Salven in der Form, ne. Also es gibt ja noch die ganz, ganz alte OG-Variante aus Chapter 1, ne. Aber die ist wahrscheinlich längst verschollen. Aber ja, gibt es natürlich in allen möglichen Seltenheitsstufen. Ist jetzt wieder im Lootpool drin, denke ich mal. Wird nicht krass an dem Spiel was ändern. Vielleicht wird es den einen oder anderen freuen, die so ein bisschen OG unterwegs sind. Hey, freust du dich auch? Hey, hallo? Willst du die Waffe haben? Kannst du mich töten? Ist okay. Nee, willst du nicht töten? Okay, dann mach ich das aus der Hüfte heraus. Hey, I tried. Ich wollte nicht mal umbringen. Ich war da, ich stand da einfach und dann dachte ich mir, ich schieße auf den. Hat funktioniert mit dem Schießen. Also Waffe funktioniert, Waffe ist okay. Ich hoffe, das Video war auch okay, Leute. Ist ein bisschen kurz und knackig. Aktuell ist alles bei mir ein bisschen kurz und knackiger. Werde ich euch aber noch entsprechend Bescheid sagen. Und was da gerade Sache ist, Like-Button reinhauen, rein in den Stream. Wir sehen uns gleich. Das ist erstmal alles zu diesem kleinen Mini-Update oder Notfall-Update. Und gebt mir Flosse. Flop!